Ich möchte einsteigen, indem ich vielleicht mit ein paar Hintergründen also beginne. Weshalb macht die Ampelregierung dieses Fortschrittsprojekt Cannabis-Legalisierung? Welches Problem wollen wir damit lösen? Und da muss man in den Vordergrund immer wieder stellen, dass unsere bisherige Cannabis-Kontrollpolitik gescheitert ist. Die Beschaffungskriminalität und die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz haben in der Vor-Corona-Zeit stetig zugenommen. Ich bringe ein Beispiel. Allein in Bayern wurden 2019 55.000 Fälle im Jahr verzeichnet, der überwiegende Teil davon 35.000 Fälle Cannabis bezogen. Bundesweit ist die Anzahl der erfassten Rauschgiftdelikte, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz seit 2011 jedes Jahr gestiegen. Und wir haben zum Schluss jetzt 21, haben mit 361.000 Fälle gehabt. Somit also kann man sagen, wir schaffen kein Problem, sondern wir versuchen, ein Problem zu lösen. Und wir wissen auch, dass wir mit der alleinigen Verschärfung des Strafrechts nicht weiterkommen. Daher begrüße ich auch noch einmal ganz ausdrücklich die Vorschläge, die also Herr Mönch heute Morgen gemacht hat. Aber wie gesagt, wir gehen einen anderen Weg. Und das Ziel ist ganz klar, dass wir beim Cannabiskonsum mehr Sicherheit bieten wollen. Wir wollen vor Verunreinigungen schützen. Wir wollen davor schützen, dass es toxische Beimengungen gibt. Wir wollen davor schützen, dass über Cannabis der Einstieg in stärkere Drogen stattfindet. Wir wollen die Jugend besser schützen. Wir wollen den Schwarzmarkt bekämpfen. Wir wollen die Drogenkriminalität zurückdrängen. Wir wollen die stetig zunehmende Toxizität der Produkte wollen wir in den Griff bekommen. Somit, wir wollen kein Problem schaffen, sondern ein ungelöstes Problem wollen wir helfen zu lösen. Dafür hatten wir Eckpunkte vorgelegt. Diese Eckpunkte haben wir mit der Europäischen Kommission Ende November sehr intensiv besprochen. Das waren gute Gespräche, das waren vertrauensvolle, gute Gespräche. Da sind wir dann aber auf der Grundlage dem Schluss gekommen, auf der Grundlage dieser Gespräche, dass der damalige Eckpunkteentwurf uns nicht also weiterbringen würde, um unsere Ziele zu verfolgen. Wir haben daher neue Eckpunkte entwickelt, die wir heute gerne mit Ihnen besprechen wollen. Und zwar wollen wir die ursprünglichen Ziele nicht verändern. Ich bleibe dabei, mehr Sicherheit im Konsum, Konsum eher einschränken, Schwarzmarkt zurückdrängen, besserer Jugendschutz, weniger Beimengungen, weniger Drogenkriminalität. Das bleiben die Ziele der Ampelregierung in dieser Hinsicht. Aber wir haben jetzt also ein Zwei-Säulen-Modell aufgebaut, eine schnelle Säule und eine Säule, wo wir Modellvorhaben machen. In dieser schnellen Säule geht es darum, also von Verboten wegzukommen. Wir wollen eine Möglichkeit schaffen, sich legal mit Cannabis zu versorgen. Und diese kontrollierte Abgabe, die soll so funktionieren, dass nicht gewinnorientierte Vereinigungen, von mir aus können Sie auch von Cannabis-Clubs sprechen, also nicht gewinnorientierte Vereinigungen, mit maximal 500 Mitgliedern können dann zu Genusszwecken Cannabisprodukte anbauen, für den Eigenkonsum ausschließlich. Hier werden dann die Landesbehörden die entsprechenden Mengen, Qualitäts- und Jugendschutzvorgaben kontrollieren. Wir werden also dann bestimmte Vorgaben machen, was als Eigenbesitz und auch als Bezug über diese Cannabis-Clubs ermöglicht wird. Der Einzelne kann 25 Gramm Cannabis dort erwerben, pro Monat 50 Gramm. Bei den unter 21-Jährigen ist die monatliche Obergrenze bei 30 Gramm. Also zu sehen, es können für den Eigenanbau 7 Samen oder 5 Stecklinge bezogen werden. Der Eigenanbau bleibt erlaubt in den Rahmenbedingungen, die Sie kennen. 3 weibliche Pflanzen pro Person. Aufgebracht, dass sie vor Kindern und Jugendlichen geschützt sind. Alles, was Kinder und Jugendliche angeht, unter 18, bleibt verboten. Daran soll sich nichts ändern. Wir verändern aber die Grundlage für den Jugendschutz. Wir wollen es so machen, dass bei den unter 18-Jährigen, wenn der Konsum dort festgestellt wird, verbindlich entsprechende
Programme angeboten werden, Präventionsprogramme für Minderjährige. Ich habe bei anderer Gelegenheit schon darauf hingewiesen, dass wir immer klarer in der Wissenschaft sehen, welche negativen Konsequenzen der Konsum gerade bei Kindern und Jugendlichen hat. Also wir sehen dann einen also auch bedeutsamen Leistungsabbau in der Schule. Es wird dann weniger studiert, es fallen die Leistungen zurück. Aber viel bedeutsamer sind tatsächlich auch die uns jetzt mittlerweile bekannten Veränderungen im Gehirn von Heranwachsenden, die man auch messen kann und die dann später zu einer stärkeren Anfälligkeit für Depressionen, Psychosen, aber auch für Angststörungen also verantwortlich sind. Somit ist der Kinder- und Jugendschutz für uns von allergrößter Bedeutung und ein zentrales Ziel hier unserer zwei Säulen. Also diese erste Säule, der nicht kommerzielle Eigenanbau durch diese Cannabis-Clubs, also ist also die Möglichkeit, hier den Schwarzmarkt zurückzudrängen, die Reinheit der Produkte zu gewährleisten, den Jugendschutz also besser zu gewährleisten. In einer zweiten Stufe, in einer zweiten Säule, wollen wir dann durch regionale Modellvorhaben das Ganze erweitern und kommerzielle Lieferketten aufbauen. Diese kommerziellen Lieferketten kennen Sie ja aus den ursprünglichen Eckpunkten bereits. Und da geht es dann darum, darzustellen, dass wir durch diese kommerziellen Lieferketten tatsächlich also den Anbau noch sicherer gestalten können und dass wir dort also die Regelungen dann auch von staatlicher Seite noch besser kontrollieren können. Das wollen wir auswerten in regionalen also Modellversuchen, die über 5 Jahre laufen. Also Zwischenauswertungen sind vorgesehen, sodass wir gute Botschaften auch durch Zwischenauswertungen vermitteln können. All das wird begleitet werden durch eine konzertierte Aktion der Bundesregierung, um zu erreichen, dass wir in Europa für diese progressive, präventionsorientierte Cannabispolitik Unterstützer finden. Und diese Unterstützer sollen uns dann helfen, auch in Europa die Cannabispolitik umzustellen. Ich will das mal einfach ausdrücken, ein bisschen weg von also nicht funktionierenden Verschärfungen des Strafrechts hin zu einer Präventionspolitik und einer Qualitätspolitik dahingehend, dass wir die Produkte reinhalten, dass wir den Schwarzmarkt zurückdrängen, die Kriminalität zurückdrängen, dass wir also das Problem tatsächlich entschärfen, indem wir mehr Kontrolle und mehr Prävention hineinbringen. Ich möchte mich bei allen Ministerien, die hier mitgearbeitet haben, es haben insgesamt 5 also, Ressorts der Ampel daran sehr intensiv gearbeitet, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Herr Buschmann ist heute leider urlaubsbedingt verhindert, er hat auch einen wesentlichen Beitrag geleistet, wäre er heute auch hier. Aber umso mehr freue ich mich, dass mein Kollege Cem Özdemir hier dabei ist, der auch ganz wesentliche Anteile am Projekt hat. Ja, Herr Dettchen, meine Damen und Herren, ich sitze hier heute als Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, aber ich sitze natürlich auch, wie Sie gerade eben schon gehört haben, auch als Vertreter einer politischen Kraft. Wir haben das in der Koalitionsvereinbarung ja die 3 Ampelparteien gemeinsam verabredet. Das setzen wir jetzt umbringendes auf den Weg. Und ich will zunächst mal ein Wort des Dankes sagen, wie mein Kollege Professor Dr. Karl Lauterbach schon gesagt hat, an die beteiligten Häuser, aber ganz besonders an den Bundesgesundheitsminister und sein Haus, dass das federführend erarbeitet hat. Das ist ja kein ganz einfaches Projekt, das wir hier angehen, weil es eben nicht nur eine kontroverse Debatte der Vergangenheit versucht, jetzt endlich eine Lösung zuzuführen, sondern gleichzeitig eben auch europäisches Recht betroffen ist, gleichzeitig internationales Recht betroffen ist. Und das alles unter einen Hut zu bringen, nach vorne lösungsorientiert anzugehen, das ist sicherlich eine große Sache. Was wir hier machen, ist nichts anderes, als dass wir einen großen gesellschaftlichen Konflikt endlich eine Lösung zuführen, die Vogel-Strauß-Politik der vergangenen Jahre in der Vergangenheit lassen. Wir bringen 2 Dinge zusammen. Auf der einen Seite geben wir das Hanf frei und auf der anderen Seite stärken wir den Kinder- und Jugendschutz. Beides gemeinsam gehen wir an. Das ist entscheidend. Der Konsum von Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität. Und wenn ich mir die Jugendorganisation auch der Parteien anschaue, habe ich das Gefühl, das ist ein parteiübergreifendes Phänomen. Da wollen wir mal bitte schön nicht unehrlich sein. Ich habe das Gefühl, dass das Thema, wir haben ja gerade eben die Zahlen vom Bundesgesundheitsminister gehört, weder an geografischen Grenzen Halt macht, noch an politischen Grenzen Halt macht, noch an Weltanschauungsfragen Halt macht. Das ist eine Realität und sie wegzudiskutieren, schafft sie nicht aus der Welt, ganz im Gegenteil. Wir dürfen die Augen vor der Realität nicht verschließen.
Diese Politik, wie sie bislang vertrieben hat, ging zu Lasten unserer Kinder und Jugendlichen, ging zu Lasten der Gesundheit der Konsumierenden. Sie ging aber auch, und darauf lege ich Wert, zu Lasten der Strafverfolgungsbehörden. Das politische Ziel der Kriminalisierung von Cannabis ist über die Jahrzehnte hinweg gescheitert. Das Ziel, Menschen vom Konsum von Cannabis abzubringen, wurde zu keinem Zeitpunkt erreicht. Stattdessen hat man Schwarzmarkt geschaffen und eine politische Sackgasse. Wer sich heute nicht freuen wird, um das auch mal sehr klar zu sagen, das sind die illegalen, die kriminellen Dealer, die werden sich nicht freuen über den heutigen Tag. Der Schwarzmarkt wird sich, wenn man so will, schwarz ärgern. Das ist auch gut so. Wir setzen hier um, was wir in der Koalitionsvereinbarung uns vorgenommen haben. Einerseits eine liberale und andererseits eine gesundheitsorientierte Cannabispolitik und arbeiten das ab. Es geht um eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene. Das ist ganz entscheidend und gleichzeitig einen maximalen Schutz unserer Kinder und unserer Jugendlichen. Warum neue Eckpunkte? Karl Lauterbach hat es gerade eben schon gesagt zu den Eckpunkten im Oktober im vergangenen Jahr. In Sachen Cannabis zu Genusszwecken haben wir nach dem Gespräch mit der EU-Kommission eben auch die völker- und EU-rechtlichen Rahmen mussten wir weiterentwickeln, um da nicht mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen. Unser Ziel ist es weiterhin und es bleibt die Legalisierung von Genusscannabis durch den Gesundheitsschutz der Konsumentinnen und Konsumenten zu verbessern und den Jugendschutz zu stärken und den Schwarzmarkt auszutrocknen. Wir haben die Eckpunkte auf der Grundlage angepasst mit dem Ziel, dass Cannabis schnellstmöglich und pragmatisch die Entkriminalisierung umgesetzt wird. Das Ganze aber konform mit dem Gemeinschaftsrecht, das uns halt nun mal Grenzen setzt, die wir beachten müssen, die wir aber, und das sage ich auch, ausreizen. Das Ergebnis ist eine stimmige, ist eine pragmatische Cannabispolitik mit der Perspektive, privater Anbau, Besitz und Konsum legal zu machen. Es basiert auf zwei Säulen. Die erste Säule, das Cannabis-Projekt, nimmt heute den nächsten Schritt, sodass der Konsum noch in diesem Jahr legal wird. Der Gesetzentwurf kommt noch im April. Durch den kontrollierten Anbau und die Abgabe von sauberem Cannabis im Rahmen von Cannabis-Clubs, also in der ersten Säule, stärken wir den Gesundheitsschutz. Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt. Damit entziehen wir auch der organisierten Kriminalität in dem Bereich den Boden, die ja selbst vor Kindern und Jugendlichen sich nicht zurückhalten und keine Skrupel haben. Die Clubs, über die Mengen hat der Bundesgesundheitsminister schon was gesagt, das wiederhole ich nicht. Wir schaffen praxistaugliche Konsumorte an sensiblen Orten. Auch darauf lege ich Wert, wie Schulhöfen oder Kitas ist der Konsum ausgeschlossen. Die zweite Säule, mit der zweiten Säule in Form von regionalen Modellprojekten loten wir die Möglichkeiten einer kommerziellen Lieferkette in der Feldstudie aus. Die zweite Säule soll, wenn man so will, eine Brücke schlagen zu einer künftigen bundesweiten Regelung der Produktion, dem Vertrieb und der Abgabe von Genusscannabis in einem kontrollierten gewerblichen Maßstab. Auch da gehen wir zügig voran. Wenn im April der Gesetzentwurf kommt, soll nach der Sommerpause bereits die zweite Säule auf den Weg gebracht werden. Auch da schlagen wir ein völlig neues Kapitel der Cannabispolitik auf. Also nochmal, Konsumierende schützen, aber nicht bevormunden und die Polizei und unsere Justiz entlasten. Zum Schluss, ich bin mir sicher, der ein oder andere Wahlkämpfende, der sonst überall immer Verbote wittert, Sie ahnen, wen ich da meinen könnte, wird gerade hier nach Verboten rufen. Da wird man auch sehen, wie doppelbödig diese Politik ist. Und noch eins, es wird sicherlich auch der Angriff kommen, haben die denn nichts Wichtigeres zu tun in der Ampel? Wir haben Wichtigeres zu tun und tun das, aber uns hindert auch niemand, Multitasking zu betreiben. Wir lösen hier ein wichtiges Problem und widmen uns gleichzeitig den aktuell großen Krisen. Das kann man gemeinsam abarbeiten. Es geht nochmal um die kontrollierte Abgabe an Erwachsene, die selbst entscheiden dürfen, ob sie konsumieren wollen. Und es geht um eine Maximierung des Schutzes unserer Kinder und Jugendlichen und schließlich um eine Entlastung von Justiz und Polizei. Das ist uns wichtig und das machen wir jetzt.